Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Die erste offizielle Ausgabe von Stöpselkopf der fünften Staffel. Ganz besondere Sache natürlich, die fünfte Staffel ist eigentlich vom ganzen Grund auf für euch zugeschnitten. Und zwar sind das ganze Projekte, die von euch zugeschickt wurden. Projekte, die ihr ausprobiert habt, Projekte, die ihr gerne mal in Stöpselkopf sehen wollt. Und da wollen wir heute ganz groß erstmal anfangen. Wiederum gibt es natürlich auch in der fünften Staffel einige Erneuerungen. Und zwar in den letzten Staffeln hat sich da so ein bisschen Stöpselkopf Revolution etabliert gehabt. Und zwar, das waren ja auch Fanprojekte in diesem Sinne. Das tun wir jetzt ein bisschen mit unterwürfeln. Also wir mischen das Ganze ein bisschen durch. Also ihr werdet schon ganz einfach mitbekommen, wie das jetzt läuft. Wiederum gibt es auch noch eine andere Neuigkeit. Und zwar, der eine oder andere hat es schon gesehen, dass ich hin und wieder auch diesen Laptop hier vor mir stehen habe. Jetzt nicht nur, um meinen Text ablesen zu können, ne? Gibt es nämlich noch eine ganz andere Besonderheit. Und zwar in diesem kleinen Laptop ist eine kleine Webcam eingebaut. Und in den vergangenen Staffeln hat sich das schon immer so ein bisschen rumgesprochen, dass der Stöpselkopf ja da und da über ICQ noch ein bisschen was senden kann. Und wir haben uns gedacht, das machen wir ganz einfach mal offiziell. Wir tun jetzt speziell dazu, haben wir nämlich eine zweite Kamera hier stehen. Und zwar über diese Kamera könnt ihr über ICQ live verfolgen, wenn gerade eine Stöpselkopffolge gedreht wird. Und zwar erkennt ihr das anstatt des Online-Symbols, dieser Blume, seht ihr da nämlich eine Kamera mit dem Betreff Stöpselkopfdreh, was weiß auch ich. Da braucht ihr ganz einfach bloß das Fenster zu öffnen, klickt auf Connect mit der Webcam und schon seid ihr live dabei, wenn eine neue Folge gedreht wird. Selbstverständlich ist die Webcam jetzt nicht immer aktuell online. Ich bin allerdings mit diesem Account auch hin und wieder online. Aber wie gesagt, das seht ihr natürlich auch alles an dem Symbol. Und jetzt nochmal dazu zu den Fan-Themen. Und zwar, die Themen beziehe ich hauptsächlich auch aus einem Forum. Und zwar, es ist vielleicht schon bekannt, über MeinVZ gibt es die Stöpselköpfe. Und da diskutiere ich immer wieder gerne mit Fans, welche Projekte können wir noch bauen, welche gibt es vielleicht noch nebenbei, die vielleicht verworfen wurden. Und dafür ist dieses Forum ideal. Und dafür habe ich natürlich auch aus diesem Forum schon unser erstes Projekt der fünften Staffel schon rausgezogen. Und zwar, jetzt muss ich mal ein bisschen Werbung machen mit Toffifee. Und zwar hat mir eine Zuschauerin, wo habe ich den Namen? Und zwar ist es die Anneliese K. aus Bremen. Und zwar, die hat mir ein ganz interessantes Projekt geschickt mit Toffifee. Ich war erstmal total perplex. Ich dachte schon wieder, es gibt was zu essen. Und zwar hat sie mal diese Einlegedinger hier von Toffifee mal eher ein bisschen näher angeschaut. Und da hat sie festgestellt, dass das doch ein bisschen sehr die Ähnlichkeit von Stöpseln hätte. Und da hat sie natürlich gleich gedacht, was könnte man damit machen? Und im gleichen Atemzug kam ja auch schon eine Idee, denn was kann man mit sowas schön machen? Denn irgendwann soll ja auch mal der Sommer wiederkommen. Man könnte das ganz einfach als Eiswürfelform nehmen. Stöpselkopf gab es natürlich auch schon mal eine Eiswürfelform für die Flasche, aber das ist natürlich auch genial, wenn es natürlich aussieht wie so ein Stöpsel. Fand ich natürlich eine ganz geniale Idee und das ist natürlich auch ganz günstig, man hat was zu naschen und dann hat man natürlich auch noch was, womit man seine Eiswürfel machen kann. Man braucht das Ding dann auch nicht abwaschen, man kann es einfach wegschmeißen, ideal. Und der Aufbau ist natürlich auch ganz einfach. Ihr könnt ganz einfach das Ding so lassen, wie es ist. Oder ich gebe euch noch den kleinen Tipp dazu. Ich habe jetzt an dieser Stelle hier unten noch ein bisschen doppelseitiges Klebeband reingemacht. Wie ihr es jetzt gerade gesehen habt, das fällt nämlich natürlich sonst ganz leicht raus. Und wenn ihr das so hier reinklebt, fällt das einfach nicht mehr raus. So, da braucht ihr dann natürlich nur noch Wasser reintun, ab in den Gefrierschrank damit und schon ist die Sache fertig. Ich habe das jetzt an dieser Stelle einfach mal hier vorbereitet. So kann ja eigentlich dann auch der Sommer endlich mal wieder kommen. So. Und so sehen dann die Eiswürfel aus, wenn sie dann tatsächlich mal fertig sind. Ja, durch die Kamera sieht es allerdings jetzt nicht so schön aus wie jetzt so ein Moscato-Stöpsel. Die Größe stimmt jetzt auch nicht unbedingt. Aber probiert es ganz einfach mal aus. Also ihr werdet euch wundern, wie identisch das eigentlich aussieht. Und wenn ihr natürlich genug von diesen Dingern hier habt, könnt ihr etlich viele Eiswürfel machen. Davon mal abgesehen, man hat zum einen was zum Essen, dann hat man natürlich noch was Günstiges zum Eiswürfel machen, was man danach eigentlich auch einfach wegschmeißen kann. Ihr könnt es natürlich auch häufiger benutzen. Ich bin bloß der Meinung, also nachdem es so lange im Eisschrank war, sieht es jetzt nicht mehr so prickelnd aus. Hier unten ist auch noch ein bisschen Wasser drin. Also ist natürlich alles eine Frage der Ansicht. So, da kommt natürlich jetzt noch der gute Moscato dazu.
So, an dieser Stelle lassen wir es uns jetzt schön kalt schmecken hier im heißen Studio und hoffen, dass der Sommer dann auch irgendwann mal kommt. Wir sehen uns nächste Woche an dieser Stelle wieder mit einer weiteren Ausgabe, mit einem super genialen Projekt. Also das kann ich euch schon mal versprechen. Also ich habe mich sofort in dieses Projekt selber verliebt und ich mich jetzt hier noch weiter festquassel. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.